Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens am Ende der Folge hatten wir einen kleinen Bug. Ja, ich musste das Spiel tatsächlich neu starten. Und ja, ich musste die komplette Brutstätte, also nicht die komplette Brutstätte, aber ab dem Überbrücke den Kern, oder besser gesagt verteidige den Kern, wie die ganzen Kultisten quasi die Halle gestürmt haben, samt Maschinen und so. Die ganzen Teile musste ich nochmal spielen. Vielen Dank, das haben wir gerade geschafft, finde ich sehr schön. Klettere die Säule hoch, um zu entkommen. Nö. Wir haben doch noch ein bisschen Spaß, oder? Und etwa nicht. Leute, ich bin da. Hallo? Dann also auf die harte Tour. Hä? Wie hat der uns entdeckt? Oh shit. Der kann es doch nicht sehen, oder? Aus Interesse, kann ich den überbrücken? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin nicht da. Okay. Alles klar. Wie ich die hasse. Die hasse ich wirklich am meisten. Das sind wirklich eine wenige Maschinen hasse ich wirklich. Das ist einer davon. Ich will mir eigentlich nicht aus dem Weg gehen. Ich will einfach nur, keine Ahnung. Kann er nicht einfach sterben, bitte? Ich hasse diese Pirscher. Besser so. Ah, jetzt gehst du doch nicht weiter, oder wie? Ach, du bist ein Dulli. Da war er doch! Hey. Nein, pfui! Geh weg! Was ist denn das macht Schaden? Aber deine scheiß Bomben hier. Oder Bombenlegerei. Ich weiß, worauf ich schießen muss, damit ich dir so richtig viel Schaden mache. Ich weiß das. Bleib doch stehen hier. Ich hasse dieses Vieh so extrem. Down! Endlich. Ich hasse Pirscher. Ne, ernsthaft. Ich verabscheue sie. Ich hätte gerne jede Metallscherbe hier. Noch 9 Stück, dann haben wir 2000. Oh, nice. Okay, noch eine Schatzkiste. Okay, wir werden gerade zugeballert mit Schatzkisten. Kann das sein? Ich habe so gerade die Vermutung. Ja, ich habe echt gerade die Vermutung. Na, ja, Metallscherben, danke. Klettere die Säule hoch. Die Säule ist wo? Da vorne? Im Blitzlichtgewitter von dem komischen Schein da. Ah, hi. Er ist doch tot, oder ist er ein Zweiter? Das wäre natürlich richtig lustig. Ich kann auch Maschinen wie dich überbrücken, wenn ich die richtige Brutstätte finde. Wahrscheinlich. Oh, nee. Jetzt kommen noch 2, oder wie? Ach, komm. Nee, 2 ist... Nee. Ey, Leute, hör auf zu schlagen. Ich ziele vorher. Ich darf nicht so viel Quickscopen. So. Und das hier. Warte mal noch. Du bist ver... Ey, Leute. So, der erste ist down. Aua! X-Köpfe. Hä? Wie hast du dich denn gerade versteckt? Lass mich bitte wegrollen. Und down. Och komm, Aloy. Diese Pirsche hasse, ne? Die fucken so ab. Ach komm. So eine Reichweite kannst du nicht haben. Alter, ernsthaft?
Alter, baller dir einen Heiltank rein, Aloy. Als wenn wir uns von dieser Mistkröte hier besiegen lassen, Aloy. Nein! Ich gehe kein Risiko ein. Keine Munition, oh geil. Nice, okay. Ciao! Mistkröte hier. Ich hasse sie. Pirscher, ne. Okay, ein Sammelzeug. Oh Mann, da muss ich jedes Metallgefäß extra einsammeln oder wie? Oh, wie haben wir denn schon? 40 Stück, sehr schön. Na geil. Das ist alles Metallgefäß. Echohülsen! Echohülsen sind nice, okay. Die Echohülsen nehme ich sogar mit. Siehst du mal. Hier drüben ist auch ein Bossgegner, der hat auch nichts mitbekommen vom Angriff, wie es aussieht. Zünder ist voll, okay. Der Bossgegner hat von der ganzen Aufregung hier auch nichts mitbekommen, ne? Boah, du hast sehr viel Gegenwehr gezeigt. Ja, ich nehme das trotzdem mit. Denn vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht. So, hier haben wir noch blaues Zeug. Obwohl, ich glaube, ich kann mir die Säule nicht hochklettern. Pirscherherz. Wollte ich nicht mitnehmen, das Pirscherherz. Ich konnte den Draht nicht mitnehmen. Komm. Ja, das ist egal. Hier sollen wir die Säule hochklettern. Aber Leute, ist hier vielleicht noch irgendwo etwas? Was wir übersehen haben, irgendwer, der den Angriff nicht mitbekommen hat. Oh Mann, jetzt muss ich die coole Waffe hier liegen lassen. Na gut, okay. Okay, wir werden neue, richtig heftige Waffen finden. Hoffe ich in Klammern, aber ich bin da zuversichtlich. Aloy, hoch bitte. Aloy? Steckst du bitte dein Teil rein? Nein, nicht zur Kante fallen lassen. Also soll man hier nicht überbrücken? Okay. Ja, ist okay. Hoch. Ich bin fast draußen. Das ist doch. Die Maschinen kämpfen gegen die? Ja, kämpf doch mal. Ich guck zu, ne? Oh nein! Verschwinde! Ui! Ich kann denen zugucken, wie die sich gegenseitig abschlachten. Die haben eindeutig die Kontrolle über die Maschinen verloren. Wir haben sie drinnen schon, aber jetzt ist es extrem. Kannst du mich mal kurz lassen, bitte, Herr Wächter? So. Ich hätte dich leben lassen, oder wolltest du denn nicht? So, dann weg, der jetzt ganz überall. So, ich erlöse dich von deinem Leid. Den Herrn Wächter auch. Kämpft ihr beide noch, oder? Soll ich euch helfen? Bitte, das ist One-Shot. Und ihr dankt es mir nicht? Ernsthaft? So dankt ihr es mir? Och man, ey, Leute. Der liegt hier flankieren, guck mal. Batz. Batz. Nee. So läuft das. Nicht. Down. Wo? Weißt du was? Die Nacht bricht an. Hallo. Das spielt man wirklich eine Woche nicht und dann kommt sowas raus. Man vergisst die Steuerung. Das ist traurig. Bahn! Wir brauchen Heilung. Wir brauchen Blümchen, wir brauchen Heilung, wir brauchen alles. Down. Das war knapp. Was sind denn eigentlich diese ganzen Pyramiden? Hier ist alles in angepasst an Dreiecke. Das ist unglaublich. Wer braucht denn sowas? Kein Platz mehr. Wofür haben wir keinen Platz mehr? Für ziemlich viele Sachen, ne? Für eine detonierende Sprengfalle. Ja, komm, ist egal. Ist egal. So. Kommen wir wieder raus, oder wie ist das? Da sind ja noch mehr. Ernsthaft? Och, komm jetzt hier. Willst du weglaufen?
Das Spiel in der Woche, den vertauscht an die Trigger-Tasten. Das ist auch schön. Rayon, du bist ein kleiner Düssel. Ein kleiner, großer Düssel. So. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Leute, ich bin draußen. Verlasse die Brutstätte. Haben wir gemacht. Oh, nee. Viel Spaß euch noch, ne? Oh, Pirscher Grau habe ich Feuerbrüllrücken. Oh, B-Helm-Mob und Eisbrüllrücken. Die bringen sich gerade alle gegenseitig um. Das finde ich sehr reizend. Ich guck zu. Nee, wieso sollte ich jetzt eingreifen? Das ist ein. Ja, habe ich. Alles klar. Ich dachte schon Sturmvogel. Sturmvögel sind gleich größer. Ach, helf mal mit. Ernsthaft? Du kämpfst gegen mich. Du hast andere Feinde hier. Ich kämpfe auch nicht gegen mich. Du hast hier deutlich andere Feinde. Soll ich dir wirklich helfen? Was sagt deinen Leuten hier? Hier bestimmt nicht mehr. Hallo! Ich töte die Maschinen! Und helfe deinen Leuten, verdammte Scheiße! Undankbare Wichte. Ich brauche eine Waffe, warte kurz. Warte kurz! Ganz kurz! Geht wieder! Sie sehen dich nicht. Ja, ich kletter hier oben rum. Ist tot. Noch jemand hier? Oder war es das schon? Mann. Die haben etwas erschaffen, was sie nicht kontrollieren können. Da sind sie selbst schuld. Dann sollen sie das auslöffeln. Du musst dich was anderes rauswerfen. Nee, nee. Passt schon so. So viel wert ist das Schlagszeug auch nicht. Oh, Verwüsterlinse. Kann man nicht mitnehmen. Wir müssen echt mal zu einem Händler, das geht so nicht. Ich meine, im Moment, es gibt nicht wirklich mehr was wir für Scherben kaufen könnten, außer den Schattenkriegsbogen. Und der kostet 800, das haben wir längst schon. Und deswegen werde ich jetzt nicht auch noch anfangen zu sortieren, was am meisten wert wäre, was wir doch noch mitnehmen sollten. Ich nehme das mit, was noch Platz hat im Inventar, und das war's dann auch. So. Sind wir durch hier? Habe ich noch irgendwas sehr Wichtiges vergessen? Nee, ne? Nee. Hier sind wir durch. Easy. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zur Hauptquest, oder? Oder wir schauen nochmal bei einem Händler vorbei. Das wäre natürlich auch eine Option. Oder wir schauen mal hier vorbei. Das wäre auch eine Option. Ja, wir gehen zum Banditenlager. Wenn man ein Banditenlager befreit, dann... Was ist das hier denn? Könnte Feuerbrillrücken sein. Denn wenn man ein Banditenlager befreit, dann spawnt dort doch normalerweise auch ein Händler. Deswegen gehen wir mal hierher. Also zuerst gehen wir mal hier. Wollen wir die Metallblume holen? Ach komm, die Metallblume können wir irgendwann holen. Das ist jetzt im Moment nicht questrelevant. Wir gehen da einfach mal straight away hin. Da lang, genau. Ja, dann haben wir da auch einen schönen Händler. Können wir da mal unser ganzes Zeug verkaufen. Vielleicht schon den Schattenbogen kaufen, wenn wir ein Tramplerherz haben. Haben wir ein Tramplerherz? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall ein Tramplerherz für den Schattenbogen. Glaube ich nicht, glaube ich. Und war es das Tramplerherz? Ich glaube, es war ein Tramplerherz. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich gerade. Ist ehrlich, ich vertue mich schon wieder, weil das ist schon deutlich viele Folgen hier. Könnten 10, 20 Folgen schon wieder sein. Wie wir das letzte Mal bei einem Händler waren. Wir sind schon ziemlich lange in der Natur unterwegs, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Und ich springe hier gerade ziemlich furchtlos herum. Ich werde ab der nächsten Folge mal das Spiel auf schwer stellen. Wenn wir ein bisschen mehr Herausforderungen haben. Wir spielen die ganze Zeit auf normal und wir haben überhaupt keine... was heißt überhaupt keine, aber... Der Schwierigkeitsgrad könnte doch angepasster sein. Jetzt sagen wir, stellen doch schwer ab nächster Folge. Aber ist schon schön, der Dschungel. Das ist wirklich ein Gebiet, wo ich sage, das ist geil. Das ist so schön wie das Anfangsgebiet und nicht diese komische Wüste dazwischen. Ich meine, die komische Wüste dazwischen, die hat auch was, ne? Also, für... ihre Verhältnisse. Aber das hier ist doch ein anderes Kaliber. Deutlich geiler. So, da haben wir das große Banditenlager.
Das überlebe ich wahrscheinlich nicht, ne? Auch war das intelligent, hier lang zu gehen. Tot? Nee, gar nicht tot. Okay, sehr schön. Ich sterbe nämlich nicht gern. So, dann rushen wir hier mal durch. Oder haben wir hier Herausforderungen? Ich habe keine Ahnung. Banditenlager entdeckt. Wollen wir schleichen? Ist eigentlich nicht so unser Stil, oder? Questmenü, Banditenlager. Schwarzschwingenstumpf. Erledige Banditen, befreie die Siedlung. Rede mit Neil, er ist beim Torlandelager. Ach! Wir haben zwar das Banditenlager damals erledigt, aber wir haben mit Neil nicht geredet. Okay, dann müssen wir das auch nochmal machen. Das waren noch Zeiten. Diese aufgehängten Maschinenteile. Ein Alarmsignal. Wo komme ich denn hier am besten rein? Hallo! Leute, Hilfe! Lasst mich rein! Alter! Jetzt muss ich hier im Fluss rein, oder was? Begrüßt ihr alle eure Besucher so? Ja, komm mal her hier. Komm raus! Ich mach dir ein schnelles Ende! Ich kann nicht raus. Kannst du mir raushelfen, bitte? Tut mir leid, ich kann hier nicht laut. Tut mir leid. Ja, aber verfehl, wenn ich hier im Wasser hocke. Da ist eine Waffe. Ich mach dich platt. Ja, kannst du aber zuerst. Mach ich den hier platt? Was ist das für eine Waffe, die er da hatte? Kenn ich nicht. Was ist das für eine Waffe, die er da hat? Das war keine aufhebbare Waffe, Mann. Ja, wie schnell bist du? Die Banditen fordern einen nicht so wie die Eclipse-Soldaten. Die kann man umdribbeln. Kann man bei den Kämpfen dribbeln, sagen? Keine Ahnung. Ja, das sind wirklich Nahkämpfer. Wissen die, ob was ein Bogen ist? Ich hau mich in Stücke. Versuch doch. Okay, die wissen, was ein Bogen ist. Oder besser gesagt, was eine Schleuder ist. Nee, die haben alle Keulen. Okay, dann machen wir jetzt Ninja. Ist doch okay. Ich hab damit kein Problem. Aua, da hab ich doch einmal erwischt. Abgeknallt, nee. Aua! Seite an Seite in den Kampf. Okay, Munition, warte kurz. Pause. Achter! Nicht überleben. So. Ich zeig dir, was eine Nora-Kriegerin ist. Eine Nora-Kriegerin kann auch Nahkampf. Wir sind nicht reine Bogenkämpfer hier. Seht ihr, wie das geht hier? Ich bin die Retterin von Meridian. Die Gesegnete. Die Sucherin der Nora. Ich bin Aloy von der Nora. Du bist mich doch eigentlich schon langsam kennen. Wie viele Banditenlager haben wir jetzt schon ausgetilgt? Ah, es gibt doch Bogenschütze. Nein. Och komm. Hat der Boss da oben vielleicht denn eine Spezialwaffe, die ich haben könnte danach? Pfui! So, das war's. Jetzt lasst mir doch wenigstens mal eure Leichen durchsuchen. Wenn so viel Respekt muss doch sein. Stufe 33, sehr schön, danke. Was hat uns gerade getroffen? 2300 Scherben. Schön. Ah, sie hat eine Spezialwaffe. Finde ich sehr geil. Will ich haben, bitte. Wo ist der Dulli da oben? Warte, ich komme zu dir. Keine Sorge. Alter, geh doch weg hier. Mann. Aus der Schusslinie, Mann. Och, geil. Ja, perfekt. Ey, Leute. Super. Nice. Wenn du dich hier unten wieder... Haben wir uns wieder reingebackt? Haben wir nicht. Aber jetzt sind wir im freien Schussfeld, was sehr geil ist. Ich lauf da mal, ne? Ach, es gibt ja doch Bogenschütze in diesem Clan hier. So, kurzer Cut. Festplatte war voll. Scheiße, ne? Ja, okay, es geht weiter. Uns fehlen jetzt ungefähr 2 Minuten. Es ist nicht sonderlich viel passiert. Wir haben ein paar Leute abgemuxt und so weiter. Ja, ich kann nichts dafür. Okay, ich hätte achten sollen, wie viel Speicher noch auf meiner Festplatte frei ist. Egal, Leute, wir fahren einfach fort. ja. Das hier ist immer noch den Dulli da oben auszuschalten, ne? Ja, okay.
Ich will nicht die Waffe haben. Ich will die geile Waffe haben. Und ich komme hier nicht hoch, verdammt. Wie ist der Typ wieder hochgekommen? Ernsthaft jetzt, wie ist der Typ wieder hochgekommen? Ach hier. Okay. Beantwortet sehr viel. So, jetzt haben wir Fight mit dem Boss hier oben. Hallo. Okay, jetzt haben wir einen Nahkampf-Fight hier oben mit dem Boss. Och. Wer ist denn hier? Ach, unsere Freunde. Hi. Nee, gibt's doch nicht. Alter, wie blinkt der aus? Hä? Ist das der Boss? Das könnte der Boss gewesen sein, rein theoretisch. Aber hier war doch noch irgendeiner mit einem Totenkopf-Symbol. Wo ist der Dulli? Oder haben die den schon getötet? Okay, ich habe ja Compadros, die echt gut aufräumen, muss ich schon sagen. Also die Banditen haben ja nicht wirklich viel Chancen. Ich gehe mal hier rüber, Leute. Hallo. Klappe. Ich kann deine Feuerpfeile mal schön stecken lassen hier. Batz. Dankeschön für dein Zeug. Auch down. Ne, ich will ihn nicht hoch, Eloy. Danke. Apropos Gesundheitstränke. Vielleicht sollten wir ein, zwei nehmen. Sie ist da entlang. Sie? Ach, die laufen mir nach. Finde ich auch schön. So, wo sind die anderen Tutis? Ich meine, wollt ihr euer Lager nicht zurückerobern? Okay, das war ein echt schlechter Schuss gerade. Ist down. Ui, hier ist blaues Zeug. Alter. Viel blaues Zeug. Mann, ich will das haben. Das ist so viel wert. Aber wir können nachher ja alles verkaufen, weil hier wird ein Händler spawnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Sie klettert nach oben. Sie ist nee. Schnell. Ich bin nicht geklettert. Headshot. Ins Knie. Ja, aber den Lager schwarz schwingend stumpf. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wie die EP. Hi. Läuft's bei dir, Komper? Händler, ja! Endlich. Kann man jetzt einen Carter. Kriegsbomben. Oh, ja! 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 Schattenkriegsbogen. Mach weg den Dreck. Was gibt's denn noch? Braucht man einen Schattenrassler? Ich meine, genug Kohle haben wir. Aber, apropos Kohle. Lass uns doch mal alles verkaufen hier. Dann haben wir erst Kohle. So. Ich würde sagen, 100 werden wir behalten oder so. Oder brauchen wir eigentlich gar nicht. Oder ich denke, 100 werden wir behalten. Den Rest können wir eigentlich verbimmeln. Okay, wir sind über die 2000 wieder. Obwohl wir einfach uns einen Rassler gegönnt. Nicht einen Rassler, einen Kriegsbogen gegönnt haben. Einfach über die 2000. Nice. Das kann ich nicht verkaufen. Da können wir auch 200 von verkaufen. Ja, warum denn nicht? Und wenn wir die ganzen Herzen verkaufen, dann sind wir sowieso steinreich. Hier kann ich auch 50 von verkaufen. Mal das Inventar ein bisschen reiner kriegen. Metallbrand auch. Alter, das gibt Kohle. Was? Wächterherzen können wir auch alle weg. Schlagsteinglas kann auch alle weg. 3800, was? Leuchtendes Geflecht. Haben wir das nicht irgendwo gebraucht? Teil dich einfach mal. Einfach nur aus Prinzip. Die Linsen können wir sowieso alle. Die können alle weg. Die können alle weg. Alle weg. Alter, wir sind bald bei 5000. Was ist das denn? Läuferherz kann auch weg. Ich finde noch so viele Herzen, ne? Kann das sein? Das behalte ich mal. Da kann auch alle drei weg. Wie viel ist das wert? 84? Nice. Okay, sehr schön. Die können auch beide weg. By the way. Wir sind rich, Leute. Wir können uns alle kaufen, was wir wollen. Die können auch weg. Die können auch beide weg. Die können auch. Alte Skulptur kann alle weg. Das ganze Zeug hier. Alter, wir sind einfach über 5000. Ja komm, Feuerbrennwurzel kann alles weg. Poliert das alte Amulett. Oh, da haben wir auch einen Haufen. Alter, das ist einfach zu krass. 5500. Easy. Was haben wir hier? Pirscherherz. Ja, natürlich. Ah. Warte mal, Waffen. Können wir dann doch jetzt auch verkaufen? Da brauchen wir dann ja im Endeffekt nicht, ne?
Eigentlich ja nicht, ne? Weil einen Seilwerfer behalte ich, glaube ich. Weil ich sonst keinen Seilwerfer habe. Einfach mal aus dem Grund. Modifikationen. Können wir auch einfach mal alle blaue verkaufen. 100 Lilane behalten wir einfach mal. Ich will nur auf meine Schattenwaffen, will ich nur Lilanes Zeug draufpacken. Endgame-Zeugs quasi. Und wir kommen so leicht über... über 6000. Alter, das ist so eine Summe. Ah, so, jetzt haben wir ganz viel lilanes Zeug. Hier noch was Blaues. So, ich glaube, Sockeln werden wir in der nächsten Folge. Aber wir werden uns hier noch kurz, warte. Fallen und Tränke. Werden wir uns hier noch ausstatten. Hier detonierende Sprengfalle. Oh, komm, müssen wir voll machen. Ich meine, wir können uns alles leisten hier. Das ist einfach nur. Nee. Ich bin gewillt, 3 davon zu kaufen. 1. Wir können nur eine, okay. Spitzkarte, Alter. Nee, das haben wir schon. Nee, ich will das jetzt gucken, was da drin ist. Okay, zum Ende der Folge gucken wir... Nee, wisst ihr was? Da gucken wir in der nächsten Folge. Das gucken wir in der nächsten Folge, was da drin ist in der Kiste. Und ich wette mit euch, ich vergesse es. Ihr dürft mich in den Kommentaren haten, wenn ich es beim nächsten Mal vergesse. Aber Leute, auf jeden Fall, wenn hätte mir mich in den Kommentaren daran erinnert. ja, lasst eine Bewertung da, schreibt ein nettes Kommi, konstruktive Kritik und alles. Ihr wisst, wie es läuft. Ich verbleibe mit einem Ray und sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.